nicht so ein schöner Anblick. Also ich komme dann gleich wieder, ja? Ihnen gehört also der Teich? Ja. Also ich wollte gerade die Jungfische füttern. Da habe ich den Mann da im Wasser entdeckt. Und dann habe ich natürlich gleich die Polizei angerufen. Wann waren Sie denn das letzte Mal hier? Das muss so gestern Nachmittag gewesen sein. Und da lag der Typ noch nicht im Wasser. Kennen Sie den Toten? Nee, den habe ich nie gesehen. Keine Ahnung, wie der hier reinkommt. Weil das ist doch alles Privatgelände hier. Wir haben Schleifspuren gefunden von dem Weg dort hinten bis in den See rein. Können wir wahrscheinlich von einem Tötungsdelikt ausgehen. Sehen wir das mal an. Kleinen Moment bitte. Ja. Ich gehe jetzt mal zum Doc, ja? Ich danke dir. Und Doc, kannst du schon was sagen? Ja, es ist schwierig. Also auf den ersten Blick kann ich keine Anzeichen für eine äußerliche Gewalteinwirkung erkennen. Der Todeszeitpunkt? Was ich sagen kann, er hat auf jeden Fall ungefähr einen Tag im Wasser gelegen. Aber sonst... Okay, danke erstmal. Darf man eigentlich erfahren, wer die Frau in deinem Auto ist? Ist nur eine alte Bekannte. So alt sieht die aber gar nicht aus. Läuft da was? Ach nein, die interessiert sich nur für meine Arbeit. Verstehe, naja, klar. Wasserleichen und so, ist ja auch interessant. Schau mal, Geldbeutel haben wir am Ufer gefunden. Gehört wohl der Leiche. Alles klar, danke. Ist ja schon mal was. Schon alles aufgeweicht. Ja, das ist ja interessant. Drei Ausweise, drei verschiedene Namen, drei verschiedene Adressen, aber es ist immer die gleiche Person abgebildet. Die Ausweise müssen sofort auf ihre Echtheit überprüft werden, okay? Alles klar, mach ich. Okay, danke. Alles klar. Okay, danke. Und, sind die Fingerabdrücke des Toten endlich ausgewertet? Ja, wir haben ihn endlich identifiziert. Einer der Ausweise war echt. Die anderen waren gut gemachte Fälschungen. Ja und, wie heißt er? Patrick Theinert, 38 Jahre alt, Privatdetektiv. Er hat die anderen Ausweise wahrscheinlich für seine Schnüffelarbeit gefälscht. Die Kollegen hatten schon öfter mit ihm zu tun. Weshalb? Verdacht auf Hausfriedensbruch, Verdacht auf Körperverletzung, Verdacht auf Einbruch. Man konnte ihm nie was nachweisen. Klingt eher nach einem Kleinkriminellen als nach einem Detektiv. Na, dieser Theinert hat es mit dem Gesetz wohl nicht so ernst genommen. Hat er Angehörige? Ja, eine Ehefrau. Saskia Theinert. Wohnt in der Schellingstraße 26. Ich habe die ganze Zeit schon so ein dummes Gefühl gehabt. Ich bin den ganzen Tag schon am Telefonieren. Aber jetzt, wo ich... Ich kann das gar nicht glauben. Wann haben Sie Ihren Mann denn das letzte Mal gesehen? Gestern Abend. Wir haben noch zusammen gegessen. Er meinte nur, dass er noch mal weg muss. Geschäftlich, Termine. Haben Sie eine Ahnung, mit wem er sich treffen wollte oder wohin er wollte? Keine Ahnung. Patrick hat so gut wie nie über irgendwelche Jobsachen mit mir gesprochen. Er meinte halt gestern nur, dass ich nicht auf ihn warten bräuchte. Dass es noch später werden würde. Ja, das hat er noch gesagt. Aber dass er gar nicht mehr wiederkommt. Wann ist Ihnen denn aufgefallen, dass etwas nicht stimmt? Heute Morgen. Ich bin wach geworden und er war immer noch nicht da. Ich war total in Panik. Ich habe gleich mein Handy gesucht und habe versucht, ihn anzurufen. Und dann klingelt seins bei mir in der Küche. Ich meine, er hat sie liegen gelassen. Ich konnte ihn noch nicht mal erreichen. Ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Hatte Ihr Mann denn irgendwie Probleme mit jemandem? Feinde? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, mir fällt jetzt kein ein. Hatte Ihr Mann einen Terminkalender? Im Arbeitszimmer. Glaubst du, er hat eine Affäre? Wegen der späten Termine, meinst du? Oder weil er vielleicht mal über Nacht weg war? Mhm. Also, sein letzter Termin war auf jeden Fall ein Typ da. Ein Herr Bartels um 20 Uhr. Bartels? Ja. Nur den gibt's in der Datei. Das gibt's doch nicht. Das ist doch der Fischer, der die Leiche gefunden hat, dieser Clem. So aus, als ob die Fotos heimlich gemacht wurden. Guck mal hier.
Das Foto wurde auf jeden Fall vergrößert. Das wurde nicht nur vergrößert, das wurde auch retuschiert. Guck mal, das ist auch eine ganz andere Dose als die hier. Das ist ein illegales Wachstumsmittel. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Fischfutter mit Wachstumshormonen verfüttert. Also das ist wirklich eine böswillige Unterstellung. Der Tote war Privatdetektiv. Wahrscheinlich hat er sie beschattet. Aha. Die Frage ist nur, warum? Sagt Ihnen der Name Peter Bartels etwas? Ah, jetzt wird mir einiges klar. Was wird Ihnen klar? Ja, der Bartels, das ist auch ein Fischzüchter hier aus der Gegend. Der will mich ruinieren. Trauen Sie dem Konkurrenten wirklich zu, dass er zu solchen Mitteln greift? Sicher doch. Der lässt doch nichts unversucht, um mich vom Markt zu drängen. Ja, ich habe den Detektiv angeheuert. Aber das wissen Sie ja bereits. Ja, und wozu? Weil wir Konkurrenten sind. Und weil er mit unsauberen Mitteln arbeitet. Also wer hier mit unsauberen Mitteln arbeitet, das werden wir noch klären. Ja? Aber für mich steht fest, dass Sie den Detektiv beauftragt haben und ihn auch weiter beauftragt haben, diese Fotos zu manipulieren. Ach was? Der sollte lediglich ein paar Fotos von dem Treiben auf dem Gelände machen. Ich habe den zu nichts Illegalem angestiftet. Laut Terminkalender wollte sich der Detektiv mit Ihnen treffen. Und zufälligerweise stimmt dieser Termin mit seinem Todeszeitpunkt überein. Ja, wir hatten eine Verabredung. Mhm. Aber ich war alleine dort und er ist einfach nicht gekommen. Ich habe über eine Stunde gewartet. Wo war denn die Verabredung? Und haben Sie dafür Zeug? Die Verabredung, die war auf dem Parkplatz hinter dem Hallenbad. Und ich war alleine dort. Ich habe keine Zeugen, ich habe kein Alibi. Ist denn das so schwer zu kapieren? Hören Sie mal, ein bisschen vorsichtig mit dem, was und vor allen Dingen, wie Sie es sagen. Sonst kriegen wir beide ein bisschen Ärger. Okay? Ja, Entschuldigung. Aber ich habe wirklich nichts getan. Kann ich denn jetzt gehen? Vorerst ja, aber Sie hören von uns. Ich meine, ohne Frage, der Typ ist ein Vollidiot, ja? Aber warum sollte er den Detektiv umbringen, den er gerade erst engagiert hat? Ich sehe da kein Motiv. Ja, das ist schon richtig. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass er was mit der Manipulation der Fotos zu tun hat. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Detektiv in Eigenregie diese Fotos in irgendeiner Form verändert hat. Ja, das stimmt schon. Aber wer weiß, was sich der Detektiv und er noch so alles ausgedacht haben, um den Ruf dieses Fischzüchters zu ruinieren. Tot. Alle Fische sind tot. Einfach so verreckt. Da steckt bestimmt dieser Bartels dahinter. Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Durch die Fische ist Ihnen zwar ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, aber Sie sind doch bestimmt versichert, oder? Ach, es geht doch nicht um den wirtschaftlichen Schaden. Mein Ruf, der ist ruiniert. Und das ist nie wieder gut zu machen. Wir werden jetzt erstmal eine Wasserprobe entnehmen und untersuchen lassen. Und dann kriegen wir auch heraus, woran die Fische gestorben sind. Wer weiß, vielleicht steckt ja noch was ganz anderes dahinter. Naja, ich muss jetzt erstmal mit meiner Versicherung telefonieren. Glaubst du, etwas mit dem Mord zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was ich glauben soll. Aber möglich wäre es schon. Vielleicht hat er spitz gekriegt, dass sein Konkurrent den Detektiv engagiert hat, um ihn fertig zu machen. Ja, vielleicht hat Klemmt den Detektiv bei den Fotoaufnahmen erwischt. Es kam zum Streit und er ist ausgerastet. Aber wäre der so dumm und würde die Leiche hier in seinen eigenen Teich werfen? Vielleicht, um von sich abzulenken. Ja, oder der Bartels hat den Detektiv umgebracht. Und dann hat er die Leiche hier in den Teich geworfen, damit wir seinen Konkurrenten den Klemmt verdächtigen. Ich meine, der Bartels hat kein Alibi und er war mit dem Toten zur Tatzeit verabredet. Ja, Konkurrenzkampf hin oder her, Alex. Aber es hört sich jetzt wirklich ein bisschen weit hergeholt an. Michael? Ja, okay, ich komme dahin. Bis gleich. Ciao. Auf geht's. Ja, also ich bin jetzt kein Prinzipienreiter, aber ich sag mir immer, behandle die Toten so, wie du selber einmal behandelt werden möchtest. Verstehst du? Ach, hallo. Entschuldigung, wir wollen euch nicht stören, euch drei. Nee. Macht überhaupt nichts, also kommt rein. Ich wollte uns gar nicht vorstellen. Ach so, natürlich, ja, selbstverständlich. Also das ist Claudia Meyer, eine Medizinstudentin. Wir kennen uns aus der Bibliothek. Sie interessiert sich für das Berufsfeld Pathologie. Da sind Sie ja bei unserem Doc genau an der richtigen Adresse. Danke. Ach so, ja, und das ist Alexander Rietz und der Michael Naseband von der Kripo. Du hast was Neues für uns, Doc? Ja, also es gab kein Wasser in der Lunge. Das heißt also, er ist kurz bevor er in den Teich geworfen wurde, gestorben. Todeszeitpunkt liegt zwischen 17 und 19 Uhr am Donnerstag. Irgendwelche Auffälligkeiten? Ja, unter den Fingernägeln, Lackspuren, Holzsplittern, eine ganze Menge.
stecken ziemlich tief drin. Also er muss da irgendwo stark an was gekratzt haben. Aber frag mich nicht, was das war. Und die Todesursache? Er hatte kurz vor seinem Tod eine Muskelverkrampfung. Todesursächlich war dann Atemstillstand. Das Ganze verursacht durch Gift. Und welches von den 1000 möglichen? Das nennt man eigentlich Clostridium botulinum. Besser bekannt als Botox. Das ist der Stoff, den sich manche Menschen unter die Haut spritzen lassen, um ihre Falten loszuwerden. Ja, danke für den freundlichen Hinweis, aber noch geht's einigermaßen. Auf jeden Fall, die normale Menge, die bei einer normalen Schönheits-OP verwendet wird, reicht ja wohl kaum, um einen Menschen zu töten, oder? Ja, natürlich nicht. Bei einer medizinischen Behandlung wird es sehr stark verdünnt. Aber in dem Fall steckt eindeutig Vorsatz dahinter. Botox gehört zu den giftigsten Stoffen überhaupt. Also ich werde mal eine Blutprobe von der Leiche ins Labor schicken. Danach wissen wir, wie hoch die Konzentration von dem Gift in seinem Körper war. Ja, und wie kam das Gift in seinen Körper? Das weiß ich noch nicht genau, aber ich weiß, wie es wieder rausgekommen ist. Die Leiche wurde doch zum See geschleift. Naja, und durch diese Schürfwunden ist das Gift wieder zum Vorschein gekommen. Daher das Fischsterben. Ja, das kann sein. Dann müssen wir jetzt mal rausfinden, woher das Gift stammen könnte. Vielleicht kann uns da die Ehefrau weiterhelfen. Ich fahre da gleich noch mal mit Robert hin.